Ja, liebe Amstettnerinnen und Amstettnern, vor circa 4 Wochen haben wir die ersten Maßnahmen gemeinsam mit der Bundesregierung durchgeführt und auch in Amstetten umgesetzt. Wir haben zum heutigen Stand 7.4. 51 infizierte Covid-19-Patienten und ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken. Wir geben sehr, sehr klare Linien vor und es werden alle Linien sehr, sehr gut eingehalten. Es gibt jede Woche Gespräche mit allen Blaulichtorganisationen. Wir bemühen uns, dort, wo Probleme aufpoppen, sie sofort zu behandeln und zu agieren. Ich möchte mich aber auch bedanken. In den letzten Wochen haben wir begonnen mit der Nachbarschaftshilfe. Die funktioniert in Amstetten sehr, sehr gut und wir bekommen tagtäglich mehrere E-Mails, wo wir die Aufforderung bekommen, diese Hilfe wird angenommen. In den letzten 27 Tagen haben wir eine Steigerung von ca. 9% der infizierten Personen. Somit sind wir noch nicht rückläufig. Wir sind leicht über dem Bundesdurchschnitt. Und somit bitte ich Sie auch über die Osterfeiertage, die klaren Linien der Bundesregierung einzuhalten. Im engsten Familienkreis zu feiern, die Abstände, wenn man spazieren geht, einhalten, die Nachbarschaftshilfe annehmen bzw. geben und in den jeweiligen Geschäften, die offen halten, die Maßnahmen einhalten, wie den Mundschutz zum Beispiel. In der zweiten Woche haben wir uns bedankt bei allen Menschen, die im öffentlichen Raum stehen, die für die Lebensmittelversorgung zuständig sind und die täglich ihre Arbeit aufnehmen. Ein herzliches Dankeschön seitens des Bürgermeisters. Noch eine Woche später wurde die regionale Plattform ins Leben gerufen, Gemmer Mostviertel. Gemmer Mostviertel, da kann man regionale Produkte bestellen, online bestellen und die werden dann nach Hause geliefert. Ich möchte mich bei den Organisationen bedanken, wie der Moststraße, der Eisenstraße und das Stadtmarketing, die treibenden Kräfte dahinter waren. Die letzte Aktion, die wir von seitens der Stadt gestaltet haben bzw. ins Leben gerufen haben, ist die Aktion Amstetten hilft, ich bin dabei. Da möchte ich mich bei allen Fraktionen bedanken, allen voran beim Markus Brandstätter und beim Helfried Blutsch und beim Dominik Hörlitzeder und bei der Frau Sarah Huber, bei dem Blauen Christian Schrammel und bei den NEOS. Wir halten hier alle zusammen. Wir haben einen Spendenaufruf getätigt. Informationen diesbezüglich finden Sie auf www.amstetten.at. Wir sammeln hier Geld und geben in Form von Hilfspaketen dieses Geld an den Sommergutmarkt und der schnürt Pakete für Menschen, die Lebensmittel benötigen und diese sich momentan nicht leisten können. Den Test-Drive-In des Roten Kreuzes, um sich testen zu lassen, dürfen nur jene Personen in Anspruch nehmen, die von der BH eindrücklichst aufgefordert wurden. Wie geht es in Zukunft weiter? Da möchte ich ganz kurz einen Ausblick geben. Nächste Woche am 14. März eröffnet der Dr. Daniel Bauer Arztpraxis in Mauer, jeweils von Dienstag 8 bis 13 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Freue ich mich ganz besonders, hier greift die Landarztgarantie von seitens der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Somit hat Mauer wieder einen praktischen Arzt und ich freue mich schon auf die sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit ihm. Am 16. März wird der Bauernmarkt wieder eröffnet. Hier bitte ich auch um die Einhaltung der Abstände, um den Mundschutz zu tragen und es soll keine gesellschaftliche Zusammenkunft sein, sondern wirklich sich nur auf das Einkaufen beschränken. Also nächsten Donnerstag am 16. startet wieder unser Bauernmarkt. Wir sind sehr froh, dass es wieder regionale Produkte hier in Amstetten gibt. Ein paar Maßnahmen sind zu beachten, 1 Meter Abstand und Maskenpflicht. Ja, es geht uns darum, dass wir ein gewisses Maß an Normalität vorleben und leben. Und es geht auch darum, dass natürlich die Stadtgemeinde weiterhin die
Primärversorgung gewährleistet und dass wir weiterhin gewisse Dienste machen. So auch der Bauhof am Stetten, der natürlich weiterhin arbeitet. Und wir haben natürlich Waldpflegemaßnahmen, die derzeit laufen. Wir haben einerseits im Kokeschwald eine Hangschlägerung vornehmen müssen, die war behördlich vorgeschrieben. Eine weitere Geschichte ist am Annenbründelweg. Da hat es auch eine Hangschlägerung gegeben. Das waren Bäume, die schon älter waren, die schon schlecht benannt waren, die haben wir genommen. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, was macht hier Sinn, was könnten wir tun, wo haben wir einen positiven Effekt für Insekten und sind zu dem Schluss gekommen, wir pflanzen hier entsprechende Bäume, die die Bienen anziehen und so ist dann eigentlich ein wunderbares kleines Projekt entstanden und wir werden an diesem Hang, am Annenbründelweg, wird ein Bienenwäldchen quasi entstehen, also ein kleiner Bienenwald für Umstetten, wo man, glaube ich, für die Artenvielfalt unseres tun. Weiters werden auch nächste Woche die Spielplätze geöffnet und die Friedhöfe. Abschluss möchte ich mich noch wirklich recht herzlich bei allen bedanken, die in den letzten 4 Wochen tagtäglich gearbeitet haben, bei meinem gesamten Team in der Stadtgemeinde am Stetten. Danke für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit.